Ulay, Moss, die Gießen 46ers Rakelos oder auch Rednetzohn Tinnef. An vielen Ecken in Gießen begegnet einem noch heute die manische Sprache. Das ist eine alte Sprache, die Ende des 19. Jahrhunderts von nomadisch lebenden Menschen benutzt wurde, als Geheimsprache. So geheim ist die aber gar nicht mehr. Also viele junge Menschen, auch in meinem Umfeld, benutzen da verschiedene Wörter von. Und deshalb will ich das jetzt heute auch lernen. Ich habe mich hier mit Jimmy verabredet. Der hat früher viel manisch gesprochen, ist mit der Sprache groß geworden. Jimmy, wie begrüßt man sich denn eigentlich auf manisch? Ich würde sagen, na Gatsch, wie geht's? Alles Lacho? Alles Lacho. Das kriege ich hin. Was heißt denn Lacho eigentlich genau? Lacho ist auch so ein Wort, das kann man eigentlich für alles nehmen. Das ist gut, schön, prima. Pucke ist Rede. Zum Beispiel sagen wir, komm, Puck, China, aber du. Sag nichts, Idiot. Ah, es sind viele Schimpfwörter. Ja, was heißt ja? Das ist ja das, was man meistens zuerst lernt, die Schimpfwörter. Hätte der Tschuklo nicht gechunt, hätte der Jevoro gedabbert. Hätte der Tschuk nicht gechunt. Tschuklo? Nicht gechunt. Nicht gechunt. Hätte der Jevoro gedabbert. Hätte der Tschuklo. Nicht gechunt. Nicht gechunt. Gechunt, ja. Chunt. Genau. Hätte der Tschuklo nicht gechunt. Hätte der Jevro gedappert. Hätte der Jevro gedappert. Genau. Gedappert. Hätte Hund nicht gekackt, hätte der Haas gekriegt. Übrigens, in Gießen gibt es jetzt hier im Museum im Alten Schloss hinter mir eine Manisch-Ausstellung. Museumsleiterin Katharina Weig-Joch sagt mir, wo überall in Gießen noch heute Spuren des Manischen zu finden sind. Also auf T-Shirts oder Kappen sieht man manchmal so Begriffe, die einem fremd vorkommen, die man dann dem Manischen zuordnen kann. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist aber eine, die sehr viel auch mit Ausgrenzung zu tun hat. Die Menschen, die eben aus der manischen Kultur stammen, die dazugehörig sind, die wohnen in Bezirken, die außerhalb der Stadt angesiedelt wurden. Und auch diese Stadtteile werden hier in der Ausstellung betrachtet. Die Ausstellung ist kostenlos und läuft noch bis zum 1. Mai.